Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Order und Chaos Online. Beim letzten Mal kamen wir hier am Vegaplatz an und ja, Leute, ihr seht, hier geht die Post ab. Alles voll mit PvP-Scheiße. Ich habe die Schnauze voll hier. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Nur, ich sehe eine Quest-Dame. Ach so, ja, tägliche Quest. Was heißt Dame? Dame ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, oder? Das ist eindeutig ein Kerl, Kai. Bist irgendwie dumm oder so. Oh. Diese Skelette hier sind mir eigentlich scheißegal, beziehungsweise komm. Ich lasse sie mal töten, dann habe ich weniger Arbeit. Tötet sie, los jetzt! Wobei, ich kann auch ein bisschen Eigeninitiative zeigen, das stimmt schon. Ihr seht, die spawnen auch immer wieder. Was einen so übelst auf den Sack geht. So, gucken wir uns erstmal die Quests an. Was haben wir denn zu tun? Untote Arista. Sind das Untote Arista? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, vermodeter Arista Sklave, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Ich glaube. So, wir sind zwar im PvP-Bereich, aber das kann uns egal sein, weil wir haben die Kriegfreimarke. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Okay, weiße Steine. Sehr schön, Alter. Eine etwas einfachere Quest, bei der wir jetzt nach Wow. Guckt euch mal das dicke Ding da an. Vorzüge eines Level 70 Spielers. Und ich hoffe mal nicht, dass der irgend so ein Arschloch ist, der andere umbringt. Soweit wisst ihr, das hasse ich ja am meisten, Alter. Wenn man hier irgendwie so Spastis trifft, die Level 70 sind und so Level 30er umbringen, weil sie ja nichts anderes zu tun haben. So richtige Spastis. Aber das habe ich auch schon mal beredet. Was? Ich wurde zum Schweigen gebracht, Mann. Was soll das denn heißen? Bist du irgendwie behindert oder so? Noch so ein Skeletttyp. Na, komm mal her. Oh, Leute, ihr müsst wissen, ne? Ich nehme diesen Part hier nach dem letzten auf und... Alter, kennt ihr das, wenn ihr euch so richtig schlapp fühlt? Wenn ihr so in eurem Sitzsessel seid. Euch richtig schlapp fühlt. Euch dann streckt und auf einmal... Boah. Auf einmal werdet ihr so mega schwummerig und euch wird übel schwindelig und ihr seid kurz vor einem, wie heißt es noch? Wie heißt das Wort nochmal? Ihr seid kurz vorm, nicht tot, Alter. Als würdet ihr gleich umkippen, weißt du? Als, boah, jetzt lacht ihr mich bestimmt aus, aber ich liebe das Gefühl. Alter. Ich meine, ihr seid in eurem Sitzsessel und ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut. Ihr seid da gerade in eurem Sitzsessel, fühlt euch übelst schlapp, steht auf, streckt euch. Auf einmal wird euch mega schwindelig. Und voll krass, Alter. Euch wird schwindelig. Oh, boah, das... Was? Lüge! Das meine ich, Alter. Hier gibt es manchmal so Texturen, die sind unsichtbar. Naja, auf jeden Fall, das ist halt so ein Gefühl, wenn ihr euch streckt, als werdet ihr gleich bewusstlos, Alter. Das ist echt krass. Oh, ihr habt echt eine Range, ne? Ihr erkennt einen ja quasi, wenn er auf euch zukommt. So, komm du auch mal her, dann sparen wir uns hier die Zeit. So, mach ich auch direkt einen Eisscheiß, dann passt das. Ich meine, die haben auch schon einiges drauf von der Aufmachung her. Die sind auch schon einigermaßen stark. Ich meine, die sind in meinem Level, ne? Aber kein Problem. Komm, stirb jetzt. Los jetzt! Dankeschön. So. Sonst noch was hier? Nee, ne? Ist mal wieder nur ein Bug. Okay. Ah, Leute, aber so eine Kriegfreimarke zu haben, es fühlt sich so gut an, ne? Es fühlt sich so an, als wäre man von diesen ganzen Spastis hier nicht mehr so krass umgeben wie sonst. Also von den ganzen anderen Mitspielern hier. Die versuchen einen umzubringen und sowas. Was halt mal richtig scheiße ist. Ich meine, ja, klar. PvP, schön und gut, ja. Aber dann sollte man wenigstens die Leute außen vor lassen, die krass unterlevelt sind im Gegensatz zu einem anderen. Wisst ihr? Sollte man sich mal merken. Scheiße, das wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht. Wisst ihr was? Komm, wir machen erstmal den hier. Kommen Sie her.
Okay, und weiter geht's. Sieht aber gut aus. Wir haben gute Chancen, hier Action zu machen. Boah, krass. Krasser Schaden, Alter. Ich mache schon über 600. Das ist eigentlich recht cool, wenn man so bedenkt. Ich bekomme zwar richtig krass auf die Fresse, aber ich kann auch gut austeilen. So ist es nicht. Oh, da läuft eine Wache entlang. Die lassen wir mal ganz schnell in Ruhe. Hier drin scheint es wohl keine Steine zu geben, ne? Die sind ja anscheinend nur draußen. So. Ey, was läufst du denn weg? Kommst du mal hierher? Hab das gesehen, er wollte abhauen. Was geht bei dem, Alter? Alter. Aber die geben schon arsch viel Geld, Alter. Die geben arsch viel Kohle ab. Das ist echt krass. Ach, guck mal, die machen gerade Smalltalk. Ey, hast du auch diesen einen Typen da gesehen? Ne, wen denn? Ja, dieser randome Kai. Der eine YouTuber hier. Der so ein bisschen YouTube macht. Nee, kenne ich nicht. Guck, was, habt ihr das gesehen? Der hat seinen Kopf entfernt. Lol. Lol. Egal, kommt her. Ihr werdet jetzt sterben. Ihr werdet alle beide sterben. Warum kommt ihr jetzt nicht? Ach, komm doch auch her, du. Los jetzt. Zeit sparen. Habt ihr das gesehen? Das wurde gar nicht von meinem Froststrahl mitgenommen. Ach, guck mal an. Ja, der hat bestimmt gegeiert, ne? Der Spasti, Alter. Der stand hier 5 Meter vor mir, blieb stehen. Warum blieb er stehen? Um zu sehen, ob ich irgendwie... Weiß ich nicht. So ein Spasti, wenn der zu dumm ist, um die Kriegfreimarke anzuschalten. Aber nein, vergiss es, Alter. Ich bin schlau. Im Gegensatz zu dir. Spacken. So. Oh, fuck. Jetzt bleib mal ruhig hier. Oh, die machen echt Schaden. Fuck, machen die Schaden. Schau mal deine Balls, Alter. Ihr seht, man kassiert echt schon krass, ne? Man kassiert so krass. Wie viele muss ich denn umbringen? 13 habe ich schon, okay. Zwei weiße Steine, das ist klar. Und 3 Wächtergeister. Ja, das geht auch noch. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Stein. Ach, cool. Aber die Musik ist auch richtig krass, oder? Was sagt ihr zur Musik? Was sagt ihr dazu? Spannungsaufbauend auf jeden Fall, ne? So, död, död. Guten Tag, Buffy. So. Kann mein Energiefeld gleich mal wieder aufgeladen werden? Das wäre echt cool. Wobei, ich habe ja noch eins. Eins habe ich ja noch. Wisst ihr was? Ich greife die jetzt einfach mal an. Läuft. Solange ich meinen Froststrahl habe. Ach Junge, jetzt komm noch an. Kommt. Ach, guck mal an, was läuft der jetzt an mir vorbei? Oh, wahrscheinlich ist er zu krass underlevelt und... Ich weiß nicht. Hat Angst zu sterben oder so. Oder? Jo, und der ist Level 41 und der ist schon am Verkacken. Das Beste hier ist, Leute, der ganze Trick hier an der Sache ist, von oben zu kämpfen. Dann müssen die nämlich erstmal gucken, wie die hochlaufen und so. Und ihr seht. Was auch immer er macht's gut. Er sieht, dass er da nicht hochkommt und ich kann ihn weiter angreifen. Wobei, ich glaube, er hat sich regeneriert, ne? Ja, Spasti. Gut, dann lassen wir das jetzt am besten. Macht keinen Sinn. Gut übrigens, dass dieser weiße Stein so schnell respawnt. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Hallo, los jetzt! Dankeschön. Sind die da wieder respawnt? Nein, sind sie nicht. Okay. Kein Problem, ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht. So, Arista Gebeine. Ja, ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, wisst ihr, was ich mache? Erstmal hier lang und dann hier lang und dann de leckere Eis. Und verpiss dich, Spasti, das sind meine. Die gehören mir. Oder willst du mich etwa auch anstarren, ob ich jetzt irgendwie PvP-Spasti bin, genau wie so wie du. Okay, das Geld kann ich mal wieder nicht nehmen, warum auch immer. Ihr seht, es geht nicht. Bug. Sollte mal dringend entfernt werden.
So, mach's gut, ciao. Boah, 17 Stück schon, Alter. Ah, jetzt geht's auf einmal. Drecksbug. Wobei, jetzt geht's nicht mehr. Hä? Komisch. So, ist die Frage, wenn ich den von hier aus angreife, was passiert? Fuck. Ich bin dumm. Ich bin dumm! Nein! Egal, ich hab ihn. Puh! Das war gar nicht mal nicht so knapp, wie ich dachte. Okay, 7 Steine haben wir. Ich sollte unter allen Umständen die anderen Gegner nicht vernachlässigen, und zwar die Wächtergeister. Ich habe von denen gerade mal 4 getötet und naja, könnte auch besser sein. Ja, komm doch her jetzt. Von dem verschwende ich hier noch sämtliche Zauber, Alter. Wie zum Beispiel mein Blitzschild. Du Opfer. Du Opfer, kriegst Tockert. Und da ist der Kopf ab. Haftbefehl. So. Letzter Arista Gebein oder letztes generell letzter Arista Spasti oder Zombie, den ich umbringen muss. Dann hätten wir es geschafft. Dann wäre die Quest schon mal erfüllt. Sehr schön. Ja, ja, so lobe ich mir das ja. Nein, lass mich in Ruhe. Fakt ist, er lässt mich sowieso in Ruhe, ja. Er sieht, ich bin der krasse Randomekai und dann lässt er mich in Ruhe. Ja. So, einen Trank gönne ich mir noch. Ihr seht, ne? Wir sind langsam in so einem Gebiet, wo man wirklich Tränke einsetzen muss, weil das Energiefeld nicht so viel bringt, wie man denkt, es würde viel bringen, ne? Komm, Wächtergeist, spawn doch wieder. Oh, an denen vorbeizugehen habe ich gar keinen Bock, weil die werden mich auf jeden Fall sehen. Ja, war klar. Die Range von denen ist so krass, ne? Größer als bei vielen anderen Gegnern. Okay, sie haben mich in Ruhe gelassen. Aber der Stein hier, der gleicht jedem anderen Stein. Nur wir können den nicht zum Abbau nutzen. Wie dumm ist das denn? Kann ich aber auch wieder hochrennen? Kann ich, okay. Ich glaube, ich habe da eben nicht gesprungen, bin deshalb runtergegangen. Ich bin so dumm. So, Arista Spastis, wo seid ihr? Oh, ich dachte echt, sie würden mich nicht sehen, aber sie haben mich gesehen. Ah, Arista Guys, ja, willkommen. Müsst ihr jetzt auch noch da sein, Mann, verpisst euch. Wisst ihr was? Schalte ich halt alles an, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Sei es Druckwelle, sei es sonstige Scheiße hier. Haut da rein! Opfer. So. Das Gute ist, wir können hier krass viel Geld farmen, Alter. Du machst hier einfach so viel Silber, du kannst hier echt gut Gold farmen, das ist echt so, Alter. Ihr müsst euch mal vorstellen. 10 von diesen Gegnerscharen hier. Also quasi so eine Schar aus 3 von diesen Gegnern. Gibt schon ungefähr 10 Silber. Mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt 10. Auf jeden Fall. Und ihr müsst euch vorstellen, warum ist er immer noch tot? Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor. Das wird das Thumbnail. Krass. Nee, stellt euch einfach mal vor. Was soll ich sagen? Naja, auf jeden Fall. Ja, wir haben die Steinquest erfüllt. Ist das nicht toll? Das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt, um davon abzulenken, dass ich das Thema nicht mehr weiß oder dass ich gerade vergessen habe, was ich sagen wollte. Soll ich den mal so angreifen und... Ah, wie er direkt... Ah, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Aha! Wie er direkt dachte, er ist im Kampf drin. Da ist noch ein Wächtergeist. Sehr schön. Ihr seht, das Gebiet ist hier sehr groß, ne? Also krass, alles voll mit Gegnern hier. Verpiss dich doch. Dankeschön. So, mein Freund, wie willst du jetzt hier hochlaufen? Von außen rum? Ja, will er. Fick dich doch. Ah. Wo ist denn der? Da ist er. Okay. Siehst du mich wenigstens von hier aus? Anscheinend. Ja. Er läuft trotzdem außen rum. Scheiß, fick dich doch.
Egal, ich greife ihn trotzdem von hier aus an, das passt schon. Er hat mich auch gesehen, ach cool. Hä, wo ist denn der? Hallo? Seht ihr es? Wie behindert, er kriegt einfach keinen Schaden, das ist... Was? Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte mich hier festgebackt, Alter. Wie scheiße das einfach wäre. Wisst ihr was, ey, für die Erfahrungspunkte mache ich das. Kommt, kommt her, verpisst euch. Ja, los. Los jetzt. Oh, fuck. Mein Akku ist fast leer. Oh, fuck. Leute. Ich glaube, wir machen das hier im nächsten Part weiter. Mein Akku geht gleich zur Neige. Von daher gesehen, es bleibt spannend. Werden wir es jemals schaffen, den Wächtergeist da unten zu töten? Ich hoffe es. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein, ciao.